Hallo liebe Gärtner! In diesem kurzen und nützlichen Video besprechen wir eines der wichtigsten Themen für jeden Garten, die Pflanzenernährung. Ich enthülle Ihnen ein ausgezeichnetes Bioergänzungsmittel, das bei Gemüse wie Tomaten, Gurken, Paprika und Zucchini, Früchten und Beeren sowie Blütenpflanzen wie Rosen, Hortensien und Begonien wirkt. Zimmerpflanzen wie Fikus, Farne und Sukkulenten. Doch bevor es losgeht, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren würden, denn dort warten viele nützliche Tipps für den erfolgreichen Anbau von Biogemüse auf Sie. Also nichts wie los zum Video. Wenn Sie sich jemals Ihre Pflanzen angesehen und sich gefragt haben, warum sie nicht so wachsen, wie sie sollten, oder warum ihre Blätter nicht so grün und gesund sind, liegt die Antwort möglicherweise in einem Mangel an Nährstoffen. Die Fütterung von Pflanzen ist für ihr gesundes Wachstum, ihre Blüte und Fruchtbildung unerlässlich. Ohne die richtige Ernährung können Pflanzen geschwächt, anfällig für Krankheiten und Schädlinge werden und am Ende nicht die Früchte produzieren, die wir uns so sehr wünschen. Der Sommer ist in vollem Gange und Ihre Pflanzen befinden sich in ihrer intensivsten Wachstumsphase. In dieser Zeit verbrauchen Pflanzen viel Energie und Nährstoffe, um starke Wurzeln, Stängel, Blätter und Früchte zu entwickeln. Wenn wir sie nicht ausreichend ernähren, können Pflanzen schnell den Nährstoffvorrat des Bodens erschöpfen. Dies kann zu Wachstumsstörungen, gelben Blättern, fehlenden Blüten und Früchten und einem allgemeinen Rückgang der Pflanzenvitalität führen. Makronährstoffe, Stickstoff, N, Phosphor, P und Kalium, K, sind die drei Hauptnährstoffe, die Pflanzen in großen Mengen benötigen. Stickstoff ist entscheidend für das Wachstum der Blätter, Phosphor fördert die Entwicklung von Wurzeln und Blüten, während Kalium die Widerstandskraft der Pflanzen gegen Krankheiten stärkt und die Qualität der Früchte verbessert. Elemente wie Eisen, Mangan, Zink und Kupfer werden in geringeren Mengen benötigt, sind aber für die Pflanzengesundheit gleichermaßen wichtig. Sie helfen bei der Photosynthese, der Bildung von Chlorophyll und Enzymen und verbessern die Widerstandsfähigkeit gegen Stressbedingungen. Komposte und natürliche Extrakte reichern den Boden mit organischer Substanz an, die die Bodenstruktur, die Wasserspeicherung und die Belüftung verbessert. Organisches Material stimuliert außerdem die Aktivität nützlicher Mikroorganismen im Boden, was das Pflanzenwachstum zusätzlich unterstützt. Heute teile ich mit Ihnen ein einfaches, aber wirkungsvolles Rezept für natürliche Pflanzenernährung. Diese Mischung versorgt Ihre Pflanzen mit den benötigten Nährstoffen und hilft ihnen, gesund und kräftig zu wachsen. Zutaten: 1 Löffel Trockenhefe, Schale von einer Banane, 1 Liter warmes Wasser. Verfahren: Nehmen Sie die Bananenschale und schneiden Sie sie in kleinere Stücke. Geben Sie eine Banane und einen Löffel Trockenhefe in einen Liter warmes Wasser. Lassen Sie die Mischung 24 Stunden lang bei Raumtemperatur stehen. Nach 24 Stunden die Mischung abseihen und mit 5 Liter Wasser verdünnen. So verwenden Sie diese Ergänzung. Dieses natürliche Topdressing kann für eine Vielzahl von Pflanzen in Ihrem Garten verwendet werden. Bewässern Sie die Pflanzen einmal pro Woche mit dieser Lösung direkt auf dem Boden rund um die Wurzeln. Die Düngung verbessert die Gesundheit und das Wachstum Ihrer Pflanzen und macht sie widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge. Denken Sie daran, gesunde Pflanzen sind glückliche Pflanzen und glückliche Pflanzen bringen reichlich Früchte und Blüten hervor. Liebe Gärtner, senden Sie dieses Video an Ihre Freunde in sozialen Netzwerken. Danke für das.